5 plus 5 ist 10, minus 1 mal 5. Nee, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Vielleicht von GTA 6 kommt. Nee. Nee, muss nicht. Muss nicht sein. Ich bin mit GTA 5 ganz zufrieden. Oder dass ich ein Werwolf bin. Warum bin ich ein Werwolf? Das musst du mir jetzt erklären. Warum ich ein Werwolf bin. Weil dich der Satan berührt hatte. Oha. Das wüsste ich, glaube ich. Dass mich der Satan berührt hat, ich glaube, das wüsste ich. Das hätte ich mitbekommen. Ja, natürlich ist er unsichtbar, aber das kriegt man, glaube ich, das kriegt man mit. Wenn so eine Instanz irgendwie einen Satan einen berührt, dann kriegt man das höchstwahrscheinlich mit. Unsichtbar ist gleich UFO. Eieiei, jetzt wirfst du aber mit Begriffen um dich. Ach, du bist ne, ach so, du bist nicht unsichtbar. Ach so. Na, was für eine Form hast du denn? UFO ist Teil. Also jetzt hast du mich verloren. Jetzt bin ich raus. Jetzt hast du mich tatsächlich verloren. Mit diesem UFO ist gleich Teil, damit hast du mich verloren. Also kannst du dich ja nochmal erklären und kannst mir erklären, warum ich habe nur eine Form, die einer Göttin würdig ist. Naja, du musst ja trotzdem schreiben, was für eine Form. Bisschen Ei, ein Apfel, eine Birne. Wolf. Oha. Und dann kannst du auf eine Tastatur schreiben. Crazy, was heutzutage alles geht. Oder ist es dann eine speziell angepasste Tastatur an deine Tatzen? Eine Göttin kann das? Ah, gut. Also musst du ja ziemlich nah am Bildschirm auch sitzen. Weil sehen nicht so gut. Ich bin auch Jesus. Und er wird dich nicht kennen. Wer wird mich nicht kennen? Jesus. Ja, Jesus an sich vielleicht nicht. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, noch nicht getroffen. Wir sind uns, glaube ich, noch nicht begegnet. Das wüsste ich. Ein Typen, der ein Kreuz rumträgt. Ich glaube, an den könnte ich mich erinnern. Ich habe dafür seine weibliche... Wie seine weibliche? Seine weibliche Form. Jesus ist gleich Rettung minus 111. 777 ist gleich Licht und Zorn. Warum ist Licht das gleiche wie Zorn? Ich glaube, wir verfehlen. Oje, oje, oje. Ich glaube, wir verrennen uns hier ganz schön in irgendwas. In alle möglichen Ausdrücke und in wilde Schreibweisen von Zahlen. Ich kann dich zum Pferd machen. Ja, hast du gerade. Ab, ab. Ich kann dir alles zeigen.
Also die Lottozahlen von morgen wären schon mal nicht schlecht. Aber nicht Jesus. Ja, wie gesagt, ich kenne Jesus nicht. Jesus ist ja auch nur ein Typ, der hat ein Kreuz rumgetragen. Gut, er hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Zauberei und so. Aber, na gut. Kreuz hat er auch rumgetragen. Eins zumindest. Also, wie sind die Lottozahlen von morgen? Ich bin eben weg wegen dem FBI. Warte bitte. Okay, ich warte hier. Alles gut. Kein Problem. Lass dir ruhig Zeit. Lass sie nicht erwischen. So, hier haben wir Eisen. Haben wir hier auch ein Eisen? Nee, wow. Einfach nur ein Stück Eisen. Schade. Schade, schade, schade. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das noch ist, hier weiter zu graben. Und ob man hier noch irgendwie Eisen findet oder ob das eher Wunschdenken ist. Vielleicht nochmal irgendwo anders gucken sollten. War ganz lustig, aber irgendwann ist auch gut. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Warte, ich will mal eben kurz gucken. Nicht, dass wir da vorne rauskommen. Das wäre vielleicht etwas suboptimal. Ja, wir graben da halt Richtung Wasser. Das ist nicht so toll. Wir können theoretisch hier nach rechts gehen. Und dann hier noch ein bisschen weiter graben. Also sind wir dann jetzt endlich mal durch die Playlist durch. Oha. Nee, 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 hey, hey, hey. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Was haben wir denn hier noch? Das ist ein bisschen besser. Komm, nehmen wir das hier. Gehen wir mal damit weiter. Wir
trotzdem noch ein bisschen Stein, wie gesagt. Warum ist eigentlich immer so später Stunde, wenn ich dann irgendwie die ganzen etwas kauzigen Leute hier anziehe? Aber ich meine, kein Problem. Und den guckt sich dann nämlich immer jeder schön die Startwerbung an. Ist jetzt für mich jetzt auch kein Beinbruch. Kann man verstehen, warum ich das jetzt nicht so schlimm finde. Ich hätte jetzt noch so ein bisschen die Hoffnung, dass hier irgendwo ein Eisen auftaucht. Vielleicht sogar eine Ader. Dass wir unsere Werkzeuge eben wieder auf Eisen heben können. Ein bisschen besser durchkommen. Aber soll wohl nicht. So. Letzte Spitzhacke. Ich mache jetzt hier noch die eine Reihe fertig, die drei Block. So. Gut. Dann haben wir jetzt hier ein bisschen was probiert. Das ist immer noch der Fuchs. Der Suizidfuchs. So, bap, bap, bap. Hier haben wir Kupfer drin. Ich schmeiß mal das Eisen da hier rein. Da unten haben wir den Fisch drin. Okay. Können wir gerade leider nicht rausholen. Machen wir mal so. Den Fisch da raus. Fisch hier rein. Knochenmehl. Haben wir ja schon Knochenmehl irgendwo? Machen wir mal hier rein. Kann man nämlich öfter mal gebrauchen. Eisen ist jetzt durch, sehr gut. Dann haben wir immer schon mal wieder 7 Eisenbarren. Dann können wir jetzt einmal noch hier oben alles reinpacken. Hier haben wir die Steine drin. Zap, 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 zap. Hier drüben haben wir die Erde drin. Hier haben wir dunkles Holz. Zap, zap, zap. Helles Holz. Zap, zap, zap. Und Pflanzen. Zack, zack, zack. Kohle haben wir auch noch ein bisschen. Sehr gut. So, dann sind wir, würde ich mal sagen, für heute sind wir durch. Wir stellen uns hier nochmal ans warme Feuer. Wärmen uns nochmal ein bisschen dran. Und ja, dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen. Sehr, sehr vielen Dank. Sehr vielen Dank. Sagt man, glaube ich, nicht so. Okay. Heute haben wir einiges geschafft. Neues Haus gefunden. Wir haben nicht ein neues Haus gefunden, sondern eine neue Gegend gefunden, wo wir uns niedergelassen haben. Wir haben ein schönes Haus gebaut. Und ja, wir haben ein Lagerfeuer, was wir uns gewünscht haben. Wir haben ein Zuhause und wir haben eine Zukunft. Und daran werden wir festhalten und da werden wir auch in nächster Zeit weiter dran arbeiten. Hier bei Minecraft. Hier bei mir, Kai, bei mir auf dem Kanal.
und auch auf YouTube. Und ja,